Doof. Haben wir denn irgendwas bekommen? Nee. Wir sollen uns ausrüsten. Ihr steht vor einer Windmühle, einem Wunderwerk der Technik. Wollt ihr anklopfen und den Müller besuchen? Ja, hallo. Nach mehrmaligen Klopfen öffnet euch ein stämmiger Mann. Wenn ihr nichts zu malen dabei habt, dann schert euch weg und haltet mich nicht von der Arbeit ab. Ihr Tagediebe. Hoch über der Stadt erhebt sich der Otterskin der Hetleute, wo sich nicht nur das Wohnhaus von Hetman Tronde, sondern auch eine Kaserne und die berühmte Kartothek befindet. Vor dem schweren Tor in der Umwallung stehen zwei mit furchteinflößenden Äxten bewaffneten Hünen. Offensichtlich Krieger der Hetgarde. Wohin des Wegs? Wir kommen von wegen dem Aufruf, wir sind die Helden, die der Hetman sucht. Das sagen wir nur dem Hetman. Nein, wir sind Helden. Das wohl, so ein Selbstvertrauen lobe ich mir. Na dann kommt mal mit. Eine der Wachen führt euch in das große Langhaus, in dem Hetman Tronde gerade im Schein mehrerer Kerzen über alten Karten brütet. Nachdem ihr euch höflich vorgestellt habt, lassen wir diese Formalitäten. Ihr glaubt also, dass ihr in der Lage seid, euch mehrere Monate durch die Wildnis zu kämpfen, um irgendetwas zu suchen, von dem ihr nicht einmal wisst, was es ist? Das wohl, das nenne ich Mut. Also, zur Sache. Torval ist in ernster Gefahr. Im oberen Bordetal rotten sich die Orks zusammen und es sieht aus, als hätten sie diesmal einen gemeinsamen Führer. Und wenn die Weissagungen nicht täuschen, dann werden es diesmal viele Tausend sein. Es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass die Orks bis nach Vilnheim vordringen, weil dann ein Krieg unvermeidlich ist. Ich habe die alten Sagen studiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass es am besten ist, wenn man die Orks, vorzugsweise ihren Häuptling, so sehr beeindruckt, dass sie von ihren Plänen ablassen. Eigentlich wäre dazu Zauberei am besten geeignet, aber ihr wisst ja, wie das ist. Zauberer sind entweder inkompetent oder auf der falschen Seite. Also brauchen wir eine andere Methode. Ich glaube, das gefällt Rassia und Kaldrin nicht so sehr. Es gibt da eine Waffe, die seit mehreren Dutzend Jahren im Orkland verschollen ist. Grimring. Das Schwert des berühmten Hetmans Hügelig, dessen Expedition nie zurückkehrte. Irgendwo im Orkland muss sein Grab liegen. Und dort wahrscheinlich auch das Schwert. Es heißt, dass die Orks damals eine Heidenangst vor der Waffe hatten. Und ihre Schamanen, oder wie sie sie schimpfen, haben ja angeblich so ein gutes Gedächtnis. Wenn wir also diese Waffe in unsere Hand bekämen und ein tapferer Krieger damit den Orks zeigen könnte, was eine Hake ist, dann hätten wir schon halb gewonnen. Entweder zerstreuen sie sich dann, oder werden zumindest so in ihrer Moral geschwächt, dass wir sie ohne weiteres zurücktreiben können. Nun, nachdem ihr alles wisst, habt ihr immer noch den Mut, loszuziehen und euch auf die Suche zu begeben? Jawohl, Hetman. Wann sollen wir los? Schon, aber da wäre noch eine Frage zu klären. Ich fürchte, das ist für uns eine Nummer zu groß. Ja, ich hätte ja schon Lust, aber weder Geld noch sonst irgendwas, oder was? Also, wir wollen ja wenigstens was dafür haben. Ich kann euch eine Vollmacht erteilen, dass ihr euch im Zeughaus ausrüsten dürft. Und ihr werdet natürlich reich belohnt werden, wenn ihr zurückkommt. Noch ein kleiner Rat. So viel ich weiß, lebt ein direkter Nachfahre von Hügelig, ein gewisser Isleif Olgardsson, in Feldstein. Versucht doch dort einmal euer Glück. Das ist ein guter Tipp. Das notiere ich mir, nachdem ich das hier aufgenommen habe. Das ist gar nicht mal so schlecht, also Bisu an sich selbst. Nachher mal bitte notieren. Ja, Bisu der Zukunft wird das dann alles festhalten, schriftlich. Dann werden die Notizen laufen. So, was haben wir noch? Wir haben die Möglichkeit, uns jetzt im Zeughaus auszurüsten. Wo ist das Zeughaus, bitte? Im Osten der Stadt. Im Osten der Stadt. Der Osten ist bestimmt nicht klein. Nee, definitiv nicht. Wie sieht's hier aus? Hallo? Tagchen, ihr wollt sicher nicht zu mir. Also raus! Oh, wir gehen schon. Wir sind weg. Ciao. So. Halt, wo bin ich denn jetzt? Mensch, ich sehe gar nicht durch. Einmal kurz auf die Karte gucken. Ich gucke gerade zu dem Haus. Also einmal nach links, geradeaus, rechts und wieder geradeaus. Auf euer Klopfen rührt sich nichts. Wollt ihr in das Haus einbrechen? Nein, wir sind keine Einbrecher. Das möchte ich nicht. Gucken wir jetzt in die andere Richtung? Nee. Normalerweise ist es so, wenn wir aus einem Haus rausgehen, beziehungsweise da eine andere Animation hatten, dass wir uns dann automatisch auf der Stelle umdrehen und in die andere Richtung gucken. Was wollt ihr hier im Zeughaus? Fragt euch ein alter, einbeiniger Mann, der an einem Schreibtisch irgendwelche Listen vollkritzelt. Habt ihr einen Schrieb von Hetman oder von Yadra? Fährt er fort, ohne von seinen Papieren aufzusehen. Ja, haben wir. Hier.
Holla, das ist ja schon seit Jahren nicht mehr vorgekommen. Haben wir Krieg? Naja, nicht meinen wir. Mich zieht sowieso niemand mehr ein. Kommt mit, ich zeige euch die Waffen, die euch zur Verfügung gestellt werden können. Sucht euch aus, was ihr braucht. Ist alles frei bis zu einem Wert von 30 Dukaten. Oh, das ist mal großzügig. Da kaufen wir doch ordentlich ein. 30 Dukaten. Mal sehen, was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall... Haben wir auch... Ja, Rüstungen haben wir auch. Sehr schön. Dann nehmen wir mal das hier mit. Zwei Schilder. Ah, ich weiß nicht, ob ja Sinn da. Ich muss mal kurz gucken. Wie sieht's bei dir aus? Du hast einen Rapier. Den können wir eigentlich wieder verkaufen da. Brauchst aber noch einen Ersatzrapier. Du brauchst noch ein Ersatzschwert. Die Zauberer haben ihren Stab, soweit ich weiß. Genau. Und du hast einen Bogen und ein Messer. Nö, du kriegst auch ein Rapier oder sowas. Was war nochmal deins? Talente. Stichwaffen, Hiebwaffen und Schusswaffen. Na, siehste. Speere ist doof, weil Speere geworfen werden. Ich glaube, mit denen kann man nicht so gut kämpfen. Zweihänder ist natürlich auch sehr lecker. Aber dann hat sie kein Schild mehr und sie braucht am Anfang sehr viel Verteidigung. Wir nehmen also noch ein Schwert mit. Einen Rapier, ja, nehmen wir den mit, nehmen wir den mit, nehmen wir den mit. Nö, wir lassen es so. Genau. Warum werdet ihr später sehen? Was habt ihr an? Du hast ein weißes Hemd. Du hast nur eine Robe. Leder, gar nichts. Okay, das heißt, Durin braucht auf jeden Fall noch einen Lederharnisch. Dann brauchen wir noch einen für Melina. Was hat Yasinda an? Nichts. Dann gibt's noch einen. Ah ne, geht gar nicht mehr. Gut, dann falschen wir erstmal. Ihr habt Waren im Wert von 29 Dukaten ausgesucht. Wie viel Prozent Rabatt wollt ihr zu erfalschen versuchen? Wir versuchen es mit 30. Und das wird Yasinda machen, weil sie wirklich am meisten Falschen hat und sie seine Frau. Ihr bringt mich noch an den Bettelstab. Aber nun gut, ihr sollt das Zeug haben. Das macht 20 Dukaten. Hallo, fast 10 Dukaten gespart. Das ist richtig gut. So, dann wollen wir das Ganze mal aufteilen. Sehr schön. So gefällt mir das, so kann es gerne weitergehen. Okay. Einen Lederharnisch haben wir noch. Und den Rapier werde ich, wie gesagt, erstmal nicht holen. Sie wird wahrscheinlich nicht in den Nahkampf kommen. Und bis dahin werden wir bestimmt auch noch ein bisschen was bekommen. So, und dann brauchen wir aber trotzdem noch einen Lederharnisch für Melina. Genau, und ansonsten, die restlichen sind alle gut ausgerüstet, ist alles wunderbar. Na dann. Also noch einmal kaufen. Ein Lederharnisch. Eigentlich brauchst du auch noch einen Lederhelm, ne? Ja, eigentlich schon. 20%. Ich muss mal ganz kurz rechnen. Brauchen wir 20? Wenn wir jetzt 20% runterrechnen, dann haben wir 2 Dukaten. Das reicht nicht. Wir brauchen 4 Dukaten noch für einen Lederhelm. Wir sind jetzt mal ganz frech. Ja, Sinder, mach mal. Nee, will er nicht. Ach, Scheibenkleister. Naja, ein bisschen was haben wir noch gespart. Falls wir irgendwas brauchen, können wir uns dann noch weiter ausrüsten. Immerhin. Dann haben wir wenigstens den Lederharnisch und den Rest können wir verkaufen. Da haben wir auch wieder Normalgeld und dann können wir das davon holen. So, zurück. Raus hier. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwo einen normalen Händler finden. Sagen, hallo, du bist ein Krämer, dich will ich gar nicht. Ich brauche einen Schmied, einen ganz normalen Schmied. Einmal auf die Karte gucken und zwei noch. Eins, zwei, rechts, geradeaus, sehr schön. Hallihallo. Hinter einem Tresen steht eine Frau, die so lang und schlank ist wie das Florett, das sie gerade poliert. Als sie euch bemerkt, lässt sie die Klinge einige Male durch die Luft pfeifen und sagt, eine erstklassige Waffe, aber alle meine Stücke sind erstklassig. Wenn ihr also etwas Größeres oder Kleineres sucht, bleibt ruhig.
Oder wie wäre es mit etwas Eindrucksvollerem? Ich habe einige prächtige Äxte. Was es auch ist, ich bin mir sicher, dass ich euch helfen kann. Lasst uns doch einfach sehen, ohne zu reden. Eure Klingen sind so geschliffen wie eure Rede. Handelt ihr nur mit Waffen oder mit Worten? So, schön, dass es euch gefallen könnte. Hätten wir diesen Teil also auch geschafft. Bei der Auswahl muss man ja in Schwärmen kommen. Oh, das hört sich gut an. Es tut wahrlich gut, solche sachverständige und höfliche Kunden zu haben. Wenn ihr mir dann bitte eure Wünsche mitteilen könntet. Ja, wir wollen erstmal verkaufen. Und zwar das Hemd und das war's. Dann haben wir noch, was haben wir noch? Was können wir noch verkaufen? Hier ist nichts von großem Wert. Ich glaube, das waren nur die beiden Hemden, ne? Der Rest ist eigentlich eher unwichtig. Halt, doch. Der Dolch. Ne, den kannst du gebrauchen. Du nimmst noch das Messer, das gibst du ab. Den gibst du ab. Kriegst nachher noch ein Rapier dazu. Und ansonsten müssten wir es soweit haben. Dann wollen wir mal erfalschen. 30% wird unser Durin machen. Fex, sei mir gnädig. Ich lasse mich von euch doch nicht ausplündern. Verlangt war etwas weniger. 25%. Oh, komm. Mädel. Zu so einem Wucherpreis könnt ihr gerne jemand anderen suchen, der sich von euch betrügen lässt. Gut, ich glaube, die ist nicht gut auf uns zu sprechen. Dann gehen wir halt woanders hin. Aber schön, dass die Läden wenigstens aufhaben. So, wieder dahin. War hier nicht einer? Nee, das war ein Krämerladen. Oder? War das ein Krämer? Ich weiß es nicht mehr. Doch, war ein Krämer. Dann gucken wir nochmal ganz kurz auf die Karte. Wo ist denn noch einer? Wir gucken gleich mal hier links. In der nächsten Seitenstraße. Was bist du? Ach, der Grollo. So, gut, dann verlangen wir jetzt auch nichts weiter. Dann wollen wir wirklich bloß die beiden verkaufen. Plus das Messer. Das habe ich vorhin vergessen. Dann noch dieses Messer und das Brotmesser. So, es freut mich immer wieder Geschäfte mit euch zu machen. Na, wunderbar. Sehr schön, dann kaufen wir nochmal ein. Was brauchten wir noch? Einen Hut, ein Helm, genau. 60 Silberstücke, naja, muss sein. Wir versuchen es mit 30% von Yasinda. Ihr bringt mich noch an den Bettelstab. Aber nun gut, ihr sollt das Zeug haben. Und dann sind es nur noch 4 Dukaten. Ah, mein Herz. Sehr gut. Eigentlich müsste es sogar noch weniger sein, aber gut, okay. Nicht 4 Dukaten und 2 Silberstücke. So, dann haben wir noch einen Helm für Yasinda. Eigentlich bräuchten wir noch einen für Melina, aber das machen wir später. Wir werden ja hoffentlich bei den Kämpfen auch noch ein bisschen was plündern können. Gut, dann wollen wir mal sehen. Wir haben uns ausgerüstet und wir wollen Meister Dramosch einen Besuch abstatten. Denn wir sind bereit für unseren Krieg, für unsere Jagd durch die Tunnel. Meister Dramosch erwartet euch schon am Tor, als ihr eintrefft. Ihr seid bereit? Gut, dann lasst uns an die Arbeit gehen. Er führt euch in einen ehemaligen Eckturm, mehrere Treppen nach unten und schließlich zu einer massiven, mit Eisenplatten beschlagenen Tür. Von jetzt ab seid ihr auf euch allein gestellt. Mögen die Zwölfe mit euch sein. Das würde ich hoffen. Hier ist dunkel. Hier ist es sehr dunkel. Zauber sprechen. Rassia. Veränderung. Flimflam. Und es wart Licht. Der Flimflam-Funkel, der ist ganz praktisch, um sich hier unten wunderbar umzusehen. Und das wird unser erster Dungeon sein, in dem wir uns bewegen. Was ein kleiner Nachteil ist, wenn man hier bei DSA speichert, ist, dass man Abenteuerpunkte verliert. Das heißt, unsere EP gehen verloren. Jo. Ich mach einfach mal LP. So, reicht. Ja, da wir im Moment allerdings noch keine Abenteuerpunkte gesammelt haben, tada, null, und wir immer noch auf Level 1 sind, geht bei uns also auch nichts verloren.
Aber demnächst sollten wir dann darauf achten, dass das nicht der Fall ist. Deswegen nicht so oft speichern. Ich werde immer so ein bisschen was am Stück abnehmen auch. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Part. Meine Güte, vielen Dank fürs Ansehen. Das war ein genialer Einstieg, auch wenn ich ein bisschen gestottert habe. Und ich freue mich. Bis nachher.